Hallo zusammen und schön, dass ihr euch verklickt habt. In diesem Video schauen wir uns die Sony LinkBuds S an. Wir haben ja hier schon die Sony LinkBuds getestet. Das sind ja Kopfhörer, die haben ein Loch in der Mitte. Diese Kopfhörer hier, die Sony LinkBuds S, die sehen aus wie ganz normale Kopfhörer. Und was die so mit sich bringen, das schauen wir uns in diesem Video an. Fangen wir einmal mit dem Preis an. Die Sony LinkBuds S gibt es laut UVP für 199 Euro. Ihr bekommt sie aber bei dem einen oder anderen Online-Händler auch schon für 150 Euro. Damit sind es nicht die günstigsten Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung, denn das bieten die LinkBuds S anders als die LinkBuds. Die sind ja wie gesagt ganz offen und bieten gar keine Geräuschunterdrückung. Deswegen sollte man sie preislich auch eher mit den WF-1000 XM4 von Sony vergleichen, dem Flaggschiff in ihr Kopfhörern. Und da spart man rund 100 Euro. Das heißt, ihr bekommt hier Kopfhörer, die 100 Euro günstiger sind als das Flaggschiff von Sony. Jetzt ist halt die Frage, ist deswegen die Geräuschunterdrückung schlechter? Wie ist das Restliche von diesen Kopfhörern zu bewerten? Wir fangen aber erstmal mit dem Case an. Und das Case gibt es, genauso wie die Kopfhörer, in drei Farben. Einmal weiß, schwarz oder beige. Da könnt ihr aussuchen, was euch am besten gefällt. Das Case ist matt und fühlt sich auf jeden Fall gut in der Hand an. Es besteht zu einem gewissen Teil aus recyceltem Material. Auch die Verpackung wieder bei Sony sehr minimalistisch. Deswegen habe ich die hier auch gar nicht im Bild drin, denn sieht eigentlich tatsächlich nicht besonders schön aus. Es ist einfach nur eine Pappbox, wo die Kopfhörer drin sind. Und dann sind natürlich auch Eartips mit dabei und ein USB-C-Ladekabel, denn so werden die geladen. Auf der Rückseite haben wir dann nämlich den eben angesprochenen USB-C-Anschluss, einen Pairing-Button, falls das Aufklappen der Kopfhörer nicht funktioniert. Wenn ihr es zum Beispiel mit einem iPhone verbinden wollt, dann müsst ihr das so machen. Aber bei Android-Smartphones funktioniert es tatsächlich so, dass ihr einfach die aufklappt beim ersten Mal und dann erscheint automatisch dieser Pairing-Modus auf eurem Android-Smartphone. Aber über den Pairing-Button könnt ihr das halt dann immer nochmal individuell starten. Ansonsten ist das Case auf jeden Fall richtig schön klein. Das, glaube ich, sieht man hier ganz gut. Das passt problemlos in eine Hand, kann man also auch super noch in eine Hosentasche stecken. Das finde ich schon mal sehr, sehr praktisch, auch durch diese abgerundeten Seiten hier. Flutscht das wunderbar in jede kleine Tasche hinein und auch wieder heraus. Die Klappe selbst macht soweit einen guten Eindruck, sitzt gut und wir haben hier vorne eine kleine Benachrichtigungs-LED, also Benachrichtigung in dem Sinne, wie der Akkustand ist oder was der Pairing-Modus ist. Und wenn wir das Ganze aufklappen, dann sehen wir halt die beiden in ihr Kopfhörer. Und jetzt seht ihr auch schon, der aktuelle Akkustand ist grün, also müssen wir uns da noch keine Sorgen machen. Wenn es dann ums Aufladen geht, wie gesagt, über USB-C, kein kabelloses Laden, also ihr könnt das nicht auf ein Qi-Ladepad packen, sondern ihr müsst es leider immer mit einem Kabel verbinden, das ist vielleicht ein kleiner Wermutstropfen, den man hier mitnehmen muss. So, und dann können wir uns ja mal die Earbuds anschauen. Und die sind unheimlich klein. Also das ist wirklich teilweise schon fast zu klein, um es vernünftig in den Fingern zu handhaben. Die wiegen auch nur 4,8 Gramm, also pro Earbud 4,8 Gramm. Damit sind sie die leichtesten und kleinsten In-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung. Und also sie sind wirklich unheimlich klein geraten. Und auch hier haben wir diesen Kunststoff, der so matt ist, haben hier aber jetzt zum Beispiel nochmal eine Abgrenzung ins Graue. Bei den Schwarzen ist einfach alles komplett schwarz. Wir haben natürlich ein Außenmikrofon. Wir haben hier innen ein Mikrofon und einen Sensor, der erkennt, ob die Kopfhörer gerade in eurem Ohr sind oder nicht. Und so wird zum Beispiel auch die Wiedergabe pausiert, wenn ihr sie rausnehmt. Ansonsten haben wir hier die Ladepins, die auch wunderbar von alleine sich mit denen im Case verbinden und problemlos da drin sitzen. Also hier wackelt auch nichts und man muss auch nicht irgendwie nachdrücken, damit diese Verbindung besteht. Ist ja bei einigen In-Ear-Kopfhörern so, dass man wirklich gucken muss, dass die perfekt im Case sitzen. Die hier flutschen immer perfekt hinein. Natürlich könnt ihr dann die Silikon-Eartips auch austauschen. Wie gesagt, es sind verschiedene Größen im Lieferumfang enthalten, sodass sie immer perfekt sitzen. Wenn ihr sie dann ins Ohr packt, dann, wie gesagt, sind die, da sie so klein sind, fast ein bisschen friemelig ins Ohr zu packen. Weil man sie aber einmal drin hat, da verschwinden sie fast komplett im Ohr. Also man sieht sie von vorne relativ wenig und von der Seite sind sie zwar sichtbar, aber sie fügen sich perfekt ins Ohr ein. Also sie sind unheimlich angenehm zu tragen und sie schließen auch wirklich fast perfekt mit der Ohrmuschel ab und damit ist das wirklich super angenehm, die zu tragen. Die Steuerung erfolgt dann über Tap-Gesten, die kann man dann in der App auch einstellen. Zum Beispiel kann man jetzt hier am linken Earbud, das ist eingestellt, dass man zwischen der Geräuschunterdrückung und einem Umgebungsmodus hin und her schalten kann und so entscheiden kann, ob man die Umgebung hört oder eben sie wirklich ziemlich stark ausgeblendet wird. Auf die Geräuschunterdrückung gehe ich gleich noch ein bisschen genauer ein. Dieser Umgebungsmodus ist so, dass er in ruhigen Umgebungen wirklich einen Rauschen produziert. Also jetzt hier im Studio, wo ich alleine bin, wenn der jetzt an ist, dann höre ich konstant so ein leichtes Rauschen. Wenn man aber draußen unterwegs ist, wo es Umgebungsgeräusche gibt, wo man das dann vielleicht auch braucht, am Bahnhof oder beim Joggen oder ähnlichem, dann ist das wirklich sehr, sehr angenehm und es fühlt sich nicht irgendwie künstlich an, was hier nach innen projiziert wird, aber es sind natürlich die Geräusche, die über das Außenmikrofon nach
innen dann projiziert werden. Eure Musik wird dann auch leiser gemacht, sodass ihr wirklich die Umgebung gut wahrnehmen könnt. Also dieser Umgebungsmodus ist sehr, sehr gut, aber man hat halt in ruhigen Umgebungen dann halt so ein leichtes Rauschen, das muss man wissen. Die Geräuschunterdrückung ist jetzt nicht die stärkste der Welt. Also da sind die WF-1000 XM4 auf jeden Fall nochmal ein gutes Stückchen besser. Trotz alledem finde ich diese Geräuschunterdrückung sehr, sehr angenehm. Denn sie blockt nicht einfach alles weg. Man kann zum Beispiel einen Gesprächspartner immer noch verstehen, zwar sehr gedämpft, aber man kann ihn verstehen, weil Geräusche, die jetzt nicht konstant sind, nicht so brutal rausgefiltert werden. Also er versucht jetzt nicht die ganze Zeit der Algorithmus hier alles wegzukillen, sondern wirklich nur konstante Geräusche, wie zum Beispiel Motorengeräusche, wenn man in der Bahn sitzt, diese üblichen Geräusche, die man die ganze Zeit hat, die werden wirklich sehr, sehr gut unterdrückt. Man kann sie noch wahrnehmen. Wie gesagt, das ist keine perfekte Geräuschunterdrückung, aber es wird schon deutlich reduziert. Wenn man dann auf einmal ein Earbud rausnimmt, dann denkt man, oh Gott, warum ist die Umwelt so laut? Also die Geräuschunterdrückung ist wirklich erstens sehr angenehm und zweitens sehr gezielt. Also auf das, was man eigentlich ausfiltern will. Den Rest kann man noch vernünftig wahrnehmen und wenn man halt wirklich sich mit jemandem unterhalten will, kann man zum einen natürlich diesen Umgebungsmodus aktivieren oder man nimmt ein Earbud raus und dann wird ja auch die Wiedergabe pausiert. Die Verbindung zum Smartphone wird dann über Bluetooth 5.2 aufgebaut. Sehr schön, dass hier ein moderner Standard zum Einsatz kommt, aber anders hätte man das natürlich auch nicht erwartet für 150 Euro teure Kopfhörer. Wie gesagt, die Verbindung wird dann über Bluetooth 5.2 aufgebaut und es stehen euch hier auch qualitativ hochwertige Codecs zur Verfügung. So gibt es hier LDAC und DSEE. Also wenn ihr richtig gute Musikqualität haben wollt, könnt ihr die natürlich auch hier haben. Ihr könnt aber auch den Modus deaktivieren, solltet ihr irgendwie Verbindungsprobleme haben. Aber bei mir hat das eigentlich immer sehr, sehr gut funktioniert. Es gibt hier auch einen 360-Grad-Sound, dafür braucht ihr aber einen richtigen Anbieter. Aber mit der App zusammen könnt ihr eure Ohren vermessen und so wird das Ganze dann angepasst, dass ihr wirklich immer ein optimales Klangerlebnis habt. Ist auch sehr schön, da wird ein Foto gemacht von eurem Ohr und die App passt dann dementsprechend den Sound ein bisschen an. Apropos Anpassen des Sounds, natürlich steht euch hier auch ein Equalizer zur Verfügung, wo ihr Höhen, Mitten und Tiefen noch anpassen könnt. Allerdings finde ich den Klang, so wie die Linkbuds S hier kommen, sehr, sehr angenehm. Es ist ein kleines bisschen bassiger, was ich persönlich mag, aber nicht übertrieben. Und trotzdem sind die Höhen noch gut wahrnehmbar und Mitten. Also das ist einfach ein sehr ausgewogener Klang, was diese Kopfhörer hier bieten. Und ich musste hier nichts verstellen, aber ihr habt halt die Option in der App, über den Equalizer euer Klangbild ein bisschen anzupassen. Was die App dann rein theoretisch automatisch machen kann, ist die Geräuschunterdrückung adaptiv anpassen. Aber ihr seht schon, ich habe diese Option deaktiviert, weil das für mich nicht so richtig gut funktioniert hat. Also entweder ich habe Umgebungen zu schnell gewechselt, dass die App nicht klar kam, oder es hat mich einfach nicht so ganz überzeugt. Aber theoretisch kann diese App anhand bestimmter Kriterien, entweder wo ihr unterwegs seid, wie ihr unterwegs seid, erkennen, ob ihr jetzt gerade die Umgebungsgeräusche hören wollt oder die aktive Geräuschunterdrückung anhaben möchtet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die aktive Geräuschunterdrückung einfach so angenehm in jeder Situation, als ich das deaktiviert habe. Aber ihr habt die Möglichkeit halt anhand von Orten oder bestimmten Bewegungsmustern halt zu entscheiden oder die App entscheiden zu lassen, was jetzt gerade aktiviert wird. Ich persönlich habe es halt deaktiviert. Unter Sounds gibt es dann auch noch die Möglichkeit Speak to Chat zu aktivieren. Das ist wieder so eine automatische Funktion. Das kennen wir auch schon von den anderen Sony-Kopfhörern. Das heißt, wenn ihr anfangt zu sprechen, währenddessen Musik auf euren Ohren abgespielt wird, dann wird die Musik pausiert. Ich habe das auch hier wiederum deaktiviert, weil nicht, wenn ich irgendwie vor mich hin treller ein Lied mitsinge, dass dann auf einmal das Ganze hier abgebrochen wird. Ich will natürlich, dass die Musik weiterläuft. Aber ihr habt auch hier die Option, dass wenn ihr euch häufiger unterhalten müsst, aber trotzdem ab und zu Musik hören möchtet, dass das dann automatisch deaktiviert wird. Das funktioniert auch wirklich sehr, sehr zuverlässig. Ihr könnt hier auch noch einstellen, wie schnell die Musik wieder starten soll, nachdem ihr aufgehört habt zu sprechen. Also das ist schon mal ganz praktisch für diejenigen, die solche Automatisierung hier nutzen wollen. Wie gesagt, ich habe sowohl die adaptive Geräuschunterdrückung als auch dieses Speak-to-Chat deaktiviert. Sind halt alles Zusatzfunktionen, die ich hier gar nicht benötigt habe. Und das System könnt ihr dann noch das Ganze mit einem Sprachassistenten verbinden und je nachdem, welches Smartphone ihr benutzt, stellen euch ja da unterschiedliche Assistenten zur Verfügung. Diese Kopfhörer können wirklich auch als richtige Google Assistant Kopfhörer dienen, sodass euch Benachrichtigungen vorgelesen werden. Also wer das gerne mag, kann das hier auf jeden Fall nutzen. Ihr müsst aber dann wissen, dass ein Earbud konstant sozusagen die Verbindung zum Smartphone herstellt und der zweite sich dann nur mit dem anderen pairt. Also sie nicht mehr individuell nutzbar sind. Also ihr könnt dann nicht mehr den anderen als einzelnen Kopfhörer nutzen. Im Normalfall könnt ihr das, wenn ihr das eben nicht gemacht habt, über diese Assistant-Verbindung. Das solltet ihr wissen, aber wer das gerne macht, der hat hier auf jeden Fall diese Option. Außerdem könnt ihr natürlich auch einstellen, wie die Belegung der Touchflächen hier ist. Die übrigens sehr, sehr gut funktioniert, die Steuerung. Also wenn ihr die im Ohr habt, dann könnt ihr wirklich über einfache Tabs, Doppeltabs gedrückt halten, verschiedene Gesten hier ausführen.
Und das funktioniert wirklich erstaunlich gut. Da sie wirklich so angenehm im Ohr liegen, hatte ich nie Probleme, es zu treffen. Allerdings hätte ich schon ganz cool gefunden, wenn es die Geste wieder gegeben hätte, dass man hier vorne tippen kann, so wie bei den Linkbuds. Das ist hier leider nicht verfügbar, aber die Touch-Oberflächen sind wirklich sehr, sehr gut. Was dann allerdings natürlich stören kann, ist, wenn ihr aufgrund dieser Bauform sie so nutzen wollt, dass ihr euch vielleicht auch hinlegt, dann müsstet ihr halt ausschalten, dass sie überhaupt irgendwelche Berührungen wahrnehmen. Aber da sie wirklich so angenehm im Ohr liegen, könnte ich mir sogar vorstellen, dass der eine oder andere solche Kopfhörer auch zum Schlafen nutzt. Also sie drücken wirklich überhaupt nicht. Ich fand das sehr, sehr angenehm, auch wenn man halt die Touch-Gesten benutzt oder drauf liegt. Sie haben sich nicht ins Ohr gedrückt. Das fand ich auch nochmal wirklich sehr, sehr angenehm. Etwas, was ich vergessen hatte, euch bei der Geräuschunterdrückung zu erzählen, was diese extrem minimalistische Bauform auch noch mit sich bringt, ist, dass diese Kopfhörer praktisch unempfindlich oder fast unempfindlich gegen Wind sind. Sonst ist es ja so, wenn ihr geräuschunterdrückende Kopfhörer habt, die im Wind stehen und ihr bewegt euch durch den Wind, kann das manchmal zu sehr seltsamen Audio-Artefakten führen und das klingt da manchmal ganz schrecklich und dann muss das wirklich ganz kompliziert kompensiert werden. Diese Kopfhörer haben diese Probleme nicht. Ich tippe mal aufgrund der Bauform, weil sie praktisch in eurem Kopf verschwinden und damit sind sie auch im Wind, wenn ihr Fahrrad fahrt oder vielleicht joggen geht, überhaupt nicht empfindlich und geben euch kein komisches Gefühl, dass hier die ganze Zeit der Wind in irgendeiner Art und Weise vorbeiflattert und komische Geräusche erzeugt. Also ihr könnt auch die Geräuschunterdrückung verwenden und in windigen Umgebungen unterwegs sein und das funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Sprechen wir vor dem Fazit noch kurz über die Akkulaufzeit und die ist zumindest nicht besonders lang. Aber ich glaube, es reicht für die meisten aus. Also wenn ihr aktive Geräuschunterdrückung benutzt, bekommt ihr bis zu 6 Stunden raus. Je nachdem, wie laut ihr natürlich die Kopfhörer macht. Ich habe festgestellt, dass es nicht ganz diese 6 Stunden sind. Also eher so im 5-Stunden-Bereich war ich mit denen unterwegs. Und ihr könnt dann mit dem Case die Kopfhörer noch 2-mal aufladen. Das heißt, ihr habt zusammen maximal 20 Stunden Laufzeit mit Geräuschunterdrückung. Wenn die Geräuschunterdrückung ausmacht, dann verlängert sich das nochmal ein gutes Stück. Also habt ihr statt der 6 Stunden so bis zu 9 Stunden. Aber ich habe die natürlich meistens mit Geräuschunterdrückung genutzt, weil das ist ja das beste Feature in diesen Kopfhörern. Also so viel zur Akkulaufzeit. Es reicht für die meisten Umstände aus. Also sind zumindest nicht die Kopfhörer mit der längsten Akkulaufzeit, was aber wieder die Bauform so bei so kleinen Kopfhörern nicht verwunderlich ist. Also, was ist mein Fazit zu den Sony Linkbuds S? Sie haben sich zwar den Namen von den Linkbuds geliehen, aber haben eigentlich nichts mit denen gemeinsam, weil, wie gesagt, das Konzept ist ein völlig anderes. Sie sind viel eher mit dem WF-1000 XM4 zu vergleichen und dort einfach die Budget-Variante. Ihr müsst auf ein paar Sachen verzichten und vielleicht sind auch nicht alle Features ganz so gut wie beim Flaggschiff, aber ihr spart halt rund 100 Euro und bekommt dafür wirklich fantastische Kopfhörer. Für 150 Euro so kleine In-Ear-Kopfhörer zu bekommen, ist auf jeden Fall richtig beeindruckend. Jetzt würde mich interessieren, was ihr von den Sony Linkbuds S haltet. Sind das Kopfhörer, die für euch vielleicht in Frage kommen? Sind sie vielleicht doch zu teuer? Greift ihr lieber zu einer günstigeren Variante oder greift ihr lieber gleich zum Flaggschiff? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Auf dem Weg zu den Kommentaren seid so lieb, lasst einen Daumen hoch oder Daumen runter da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr euch möglichst häufig verklickt. Vielen Dank für dieses Verklicken und bis zum nächsten Mal. Sure.